Europas größter Autobauer hat zur ersten europäischen Automesse des Jahres einige Neuheiten mitgebracht. Der neue Polo hat in Genf seinen ersten öffentlichen Auftritt. Der kleine Wolfsburger spielt in der aktuellen Generation wieder einmal eine Vorreiterrolle. Viele Assistenzsysteme, die bislang nur in der Oberklasse zu bekommen waren, hat er jetzt an Bord. In Sachen Infotainment wird er außerdem völlig neue Trends setzen. Klein wird damit also ganz groß. 40 Jahre nach dem Debüt zeigt sich die neue Scirocco-Generation erstmals auf dem Autosalon in Genf. Neben einer frischeren Optik gibt es nun stärkere Motoren, die aber weniger Sprit brauchen. Als Hommage an den ersten Scirocco sind nun drei Zusatzinstrumente im Cockpit zu finden. Neben einer Stoppuhr sind das eine Ladedruck- und eine Öltemperaturanzeige. Mit dem Golf GTE hält ein neues Antriebskonzept beim kompakten Bestseller-Einzug, der Plug-in-Hybrid. Mit einer Systemleistung von 204 PS ist er deutlich kräftiger unterwegs als seine Mitbewerber. Der Antrieb des GTE ist die Kombination aus dem Besten aus zwei Welten. Wir haben zum einen den 110 kW Verbrennungsmotor und zum anderen einen 75 kW E-Motor miteinander kombiniert. Das schafft hervorragende Fahrleistungen und das Ganze bei einem Verbrauch von nur 1,5 Liter pro 100 Kilometer, das sind 35 Gramm pro Kilometer CO2. Sie können gleichzeitig 50 Kilometer rein elektrisch fahren oder eben die gesamte Reichweite des hybridischen Fahrens nutzen, das sind bis zu 1000 Kilometer. Zum Schluss noch ein kurzer Blick in die Zukunft. Die Studie T-Roc zeigt, wie ein kleines SUV unterhalb des Tiguan aussehen könnte.